Ja, ein herzliches Moin hier vom Hungaroring. Also wir sind ja jetzt schon an Tag 1 angelangt. Genau, aber wir hatten natürlich schon Day Zero. Also wir sind ja gestern schon angereist, hatten die Chance, die Campsite schon aufzubauen. Auch Team Registration war kein Problem. Und hatten dann schon die Möglichkeit, auch schon ab 18 Uhr in die Pit reinzukommen. War so ein kleines Privileg, weil wir heute dann direkt um 9 Uhr den Cost-Report schon hatten, womit wir eigentlich im Großen und Ganzen zufrieden sein können. Besonders das Re-Case kam bei den Judges ganz gut an. Vom Gefühl her waren die auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Ja, also mit der ersten Disziplin können wir schon mal zufrieden sein. Dann ging es direkt weiter um 10 Uhr ins EV1-Gut. Das war ein bisschen stressig, weil das Auto dann noch schon fertig gemacht werden musste. Obwohl der Cost-Report eigentlich noch lief. Aber auch das haben wir dann hinbekommen. Sind dann ins EV1-Gut. Das haben wir dann auch auf Anhieb bestanden. Genau, dann direkt um 11.30 Uhr folgte dann das Akku-Scoot. Das war ein Re-Scooty, weil wir gestern am Day Zero schon das offizielle oder das erste Scoot hatten. Ja, da haben wir leider noch ein, zwei Probleme gehabt, die wir bis heute dann gefixt haben. Und auch das Akku-Scoot haben wir dann im zweiten Versuch bestanden. Und dann hatten wir eine kurze Mittagspause, gab leckere Sandwiches, war lecker. Und ja, dann ging es direkt, ich glaube um 14 Uhr ging es dann mit dem Businessplan los und gleichzeitig auch direkt M-Scoot. Also alles ziemlich geballt. Mit dem Businessplan können wir eigentlich auch zufrieden sein. Wir haben eigentlich sehr positives Feedback bekommen. Gab natürlich auch ein, zwei kleine Sachen, die wir noch verbessern könnten. Aber mit der Vorbereitung, die wir hatten und den ganzen Umständen, sind wir eigentlich mit dem Ergebnis zufrieden. Mal schauen, was jetzt dann der Final Score sein wird. Genau, wir hatten dann noch das M-Scoot, auch gegen 14, 15. Und auch das haben wir auf Anhieb bestanden. Das haben wir relativ schnell hinbekommen und dann war auch das erledigt. Sind wir relativ zügig dann mit den ganzen Scooties durchgekommen, sodass wir dann heute Abend und konnten wir dann auch noch den Egress-Test machen, die Pre-Inspection. Auch das haben wir erfolgreich bestanden. Also genau, für alle, die es vielleicht nicht wissen, beim Egress-Test geht es darum, dass der Fahrer unter 5 Sekunden aus dem Fahrzeug aussteigen muss und das Fahrzeug quasi verlassen haben muss, sodass jeder Fahrer, der in den dynamischen Disziplinen antritt, diesen Test einmal durchführen und auch bestehen muss. Für den ersten Tag oder für die ersten beiden Tage kann man sagen, sind wir, glaube ich, ziemlich gut aufgestellt jetzt für die nächsten weiteren Tage. Wir sind jetzt gerade noch dabei. Morgen, ich glaube, wir haben direkt morgen um 8 Uhr den Slot ins EV2 ist gut kommen. Aber allgemein können wir mit dem Fortschritt, den wir jetzt hier am Hungaroring erzielt haben, im Großen und Ganzen, glaube ich, sehr zufrieden sein.